Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es den zweiten Teil zur Shimotsu Y50 Wildtick-Kamera. Und zwar werden wir uns heute mal die Kamera uns nochmal ganz genau anschauen. Wir werden die Kamera mal einstellen, wir werden die Kamera draus montieren und da werden wir uns zum Schluss auch selbstverständlich mal die Aufnahmen dazu anschauen und diese ebenfalls bewerten. Es bleibt wirklich sehr spannend, bleibt daher bis zum Schluss dran. Und dann würde ich sagen, starten wir auch sofort durch und zwar nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Also, wie eben schon mal kurz erwähnt, gibt es heute den zweiten Teil zur Shimotsu Y50 Wildtierkamera. Und da würde ich sagen, wechseln wir auch gleich in die Nahaufnahme. Aber eines noch vorweg, ich werde euch die Kamera selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf. Und dann könnt ihr nochmal selbst hier ein Bild von dieser Kamera machen. Also mal draufklicken und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal in die Nahaufnahme. Werden die Kamera mal einrichten, mal die Batterien einlegen, mal die SD-Karte formatieren. Uhrzeit und Datum einstellen und dann hier nochmal die weiteren Funktionen nochmal kurz durchgehen. Schauen wir uns mal die Kamera kurz hier in der Nahaufnahme an. Also für all diejenigen, die das erste Video jetzt nicht mehr anschauen wollen. Wir haben also hier die Kamera und da haben wir jetzt hier praktisch, könnt ihr schon sehen, die Infrarot-LEDs. Ich mache das jetzt gerade mal kurz weg, damit ihr mal sehen könnt, wie das hier ganz genau im Detail aussieht. So. Da könnt ihr jetzt also die Infrarot-LEDs sehen, es sind 36 Stück in der gesamten Anzahl. Und die machen ganz schön hell und das kommt natürlich auch hier wirklich sehr gut bei den Bewertungen zur Kamera an. Also hier gibt es zahlreiche positive Bewertungen, die diese Kamera dann auch verfügt. Kommen wir kurz zum Objektiv, könnt ihr schon sehen, da ist das Objektiv hier verbaut. Da haben wir hier so einen Bewegungsmelder, auch dort mache ich mal kurz hier die Schutzfolie ab. Also auch hier sieht es dann so aus. Das ist ein ganz normaler PIR-Bewegungsmelder, also auch hier wie ihr das sonst so aus anderen Wildtierkameras dann kennt. Dann gehen wir etwas weiter runter und da haben wir jetzt praktisch hier so ein schönes Fach. Und wenn wir das praktisch hier aufmachen, könnt ihr hier seitlich dann ganz einfach aufmachen. Dann haben wir hier unten drunter praktisch hier das Display. Wir haben hier die Möglichkeiten, dann hier verschiedene Menüoptionen einzustellen. Und da haben wir hier nochmal den Hauptschalter. Dann haben wir hier nochmal so einen Knopf und damit könnt ihr praktisch das Batteriefach rausholen. Also auch hier wirklich geschickt, ihr macht die Kamera an den Baum dran, habt hier immer die Möglichkeit, die Kamera ganz einfach hier direkt einzustellen und habt auch hier immer schon das Live-Bild dann, wie das dann im späteren Fall auch aussehen sollte. Wir gehen mal kurz hier etwas weiter runter, da haben wir so einen USB-Anschluss und mal so einen Power-Eingang, so einen DC-In. Damit könnt ihr auch hier die Kamera mit Dauerstrom versorgen und müsst praktisch hier die Kamera nicht über Batterien betreiben. Das Praktische ist, wir können die Kamera hier zumachen und dann haben wir hier praktisch doch die Möglichkeit, es ebenfalls dann direkt hier anzuschließen. So, gehen wir kurz auf die Unterseite. Wir haben jetzt hier das Batteriefach. Da kommen jetzt 8x AA-Batterien rein. Wenn ihr praktisch hier draufklickt bei Push, dann kommt das Batteriefach ganz einfach rausgeschossen. Dann könnt ihr das Batteriefach ganz einfach rausnehmen und habt praktisch hier die Möglichkeit, es ganz bequem aufzufüllen. Und wenn es soweit erledigt ist, dann könnt ihr das ganz einfach wieder hier unten reinstecken und dann habt ihr hier das wieder zugemacht. Dann haben wir hier unten nochmal so ein Gewinde. Damit könnt ihr praktisch die Kamera mit so einem Stativ, mit so einem Kamerastativ oder hier mit der beiliegenden Befestigung ebenfalls auch nochmal hier irgendwo stationär befestigen. Zum Beispiel an der Hauswand, da habt ihr hier nochmal diesen Zähler, den könnt ihr praktisch hier irgendwo dran schrauben und habt dann hier die Möglichkeit, die Kamera dauerhaft irgendwo dann zu betreiben. Wenn ihr die Kamera natürlich hier erstmal an einem Baum oder sowas dann fixieren wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das ganz einfach hier über so einen Gurt zu machen. Der Gurt ist auch hier mit dem Lieferumfang dabei. Ihr müsst den Gurt einfach nur hier durchziehen und könnt praktisch die Kamera dann ganz einfach an einem Baum dann befestigen. Die Befestigung, die werden wir uns natürlich auch hier nochmal etwas später im Video nochmal anschauen, wie ich die Kamera hier auch an einem Baum befestige. Gehen wir kurz nochmal die Rückseite durch. Wir haben also hier nochmal so ein paar technische Daten. Hier nochmal den Spannungseingang, 6 Volt, 2 Ampere. Dann haben wir hier nochmal das Modell CY50. C-Kennzeichnung, Co. ist auch hier alles drauf, also passt soweit ebenfalls. So, dann haben wir natürlich auch hier nochmal eine SD-Karte mit dabei und einen SD-Karten-Slot. Auf der rechten Seite könnt ihr schon sehen, da ist die SD-Karte drin, die könnt ihr ganz einfach rausholen. Und dann habe ich schon mal eine 32 GB SD-Karte mit dem Lieferumfang dabei. Sprich, ihr müsst auch hier keine zweite oder separate SD-Karte dann kaufen. Ja, wir legen die gerade nochmal kurz so ein und dann würde ich sagen, starten wir auch sofort mal mit der Inbetriebnahme. Wir werden jetzt hier gleich mal die Batterien einlegen. Es gibt dazu einmal hier mitgelieferte Batterien. Die könnt ihr zum einen mal hier mit normalen 4 Batterien betreiben oder mit 8 Stück. Mit 4 Batterien ist natürlich hier die Laufzeit nicht allzu hoch. Ich werde die Kamera aber jetzt hier mit separaten Akkus betreiben und dazu werde ich jetzt hier mal kurz rausmachen. Ich verwende jetzt hier immer meistens bei meinen Wildtierkameras von EBL die Akkus. Die gibt es auch bei Amazon zu kaufen, haben 2800 mAh und
sind wirklich sehr gut auch dafür geeignet. Ich werde die selbstverständlich auch mal unten in der Videobeschreibung mit rein verlinken, falls ich die noch finde. Also schaut euch die mal an. Solche Akkus habt ihr natürlich auch immer die Möglichkeit, die Kamera hier umweltbewusster zu verwenden, wenn die Akkus hier also leer sind, könnt ihr die ganz einfach wieder aufladen und die Kamera dann direkt weiter betreiben. Jetzt würde ich sagen, befüllen wir mal kurz hier dieses Akku-Pack mit den Akkus. Da steht im Grunde alles drauf, wie die Akkus reinkommen. Also hier immer Minus bei der Feder und oben ist dann Plus. So, so sieht es dann aus. Ich habe es jetzt komplett befüllt und jetzt würde ich sagen, machen wir das einmal mal kurz hier wieder rein. Einfach reinstecken, zumachen und dann wäre das soweit fertig. So, jetzt können wir gleich mal die Kamera starten. Da habt ihr unten praktisch diesen Knopf. Einmal Off, einmal Test, einmal On. Wir gehen jetzt einfach mal direkt hier in den Testmodus rein. Jetzt ist die Kamera hochgefahren und jetzt würde ich sagen, stellen wir mal kurz hier zuerst erstmal in die Sprache ein. Also habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Sprachen einzustellen. Hier habt ihr Up- und Down-Tasten und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz hier auf Deutsch. Dann gehen wir hier auf OK und jetzt können wir praktisch hier gleich mal die Zeit einstellen und auch das Datum. So, ich habe es eingestellt, ich gehe mal hier auf OK und dann können wir jetzt praktisch hier die Speicherkarte formatieren. Da wählen wir jetzt einfach mal Ja aus. Und dann heißt es hier warten und dann sind wir praktisch jetzt hier in dem ersten Betrieb drin. So, jetzt könnt ihr schon sehen, wir haben also hier unser Kamerabild. Ihr könnt mich jetzt auch hier schon sehen und hier oben leuchtet auch schon mal hier dann die rote LED auf, damit hier signalisiert wird, dass wir praktisch hier in diesem Einrichtbetrieb drin sind. So, jetzt würde ich einfach mal sagen, gehen wir kurz hier das Menü durch. Da haben wir jetzt praktisch hier oben das Menü. Wir gehen mal kurz hier durch, schauen uns mal kurz hier an, was hier so alles eingestellt ist. Also, wir gehen mal kurz hier runter, Bildauflösung haben wir 5 Megapixel, wir gehen mal kurz auf OK, wir wollen natürlich jetzt die maximale Auflösung haben und da würde ich jetzt sagen, stellen wir mal kurz 20 Megapixel hier ein, gehen wir hier auf OK, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter, Serienerfassung, habt ihr hier die Möglichkeit, das auch nochmal einzustellen, da können wir jetzt zum Beispiel hier ein Foto, zwei Fotos, drei Fotos machen, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir wollen jetzt hier drei Fotos haben und gehen mal hier weiter auf OK. Videoauflösung, gehen wir mal kurz hier drauf. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Videoauflösung einzustellen. Das passt soweit. 1080p wäre eine Full HD Auflösung. Videolänge können wir hier ebenfalls einstellen. 10 Sekunden ist es hier voreingestellt. Ist, denke ich mal, durchaus akzeptabel. Würde ich jetzt auch so beibehalten. Dann gehen wir mal kurz hier auf den PR-Intervall. Der ist bei 30 Sekunden eingestellt. Das würde ich mal einfach so lassen. Ich denke mal, das passt auch soweit. Wir haben die PR-Empfindlichkeit, gehen wir auch mal drauf, die ist hier auf Mittel eingestellt. Und auch das würde ich sagen, ist hier wirklich für den ersten Betrieb mal vollkommen ausreichend. Die Helligkeit von Infrarot-LEDs ist ja auch hier bei Normal eingestellt. Würde ich auch mal so beibehalten fürs Erste. Und dann würde ich sagen, gehen wir kurz hier zur Überwachungszeitraum rein. Da habt ihr die Möglichkeit, so einen Überwachungszeitraum anzuschalten. Da könnt ihr dann praktisch zum Beispiel hier verschiedene Zeiten aktivieren, wann die Kamera dann aufnehmen soll. Aber ich lasse es jetzt mal aus, denn damit haben wir hier immer konstante Aufnahmen und keinen fixen Zeitraum. Hier haben wir eine Zeitrafferfunktion, könnt ihr hier schon draufklicken. Und da wird jetzt praktisch hier alle 50 Sekunden, alle 30 Sekunden oder alle eine Minute, da könnt ihr auch hier weiter hochgehen, dann in your Bild aufgenommen und das zu einem Video zusammengefasst, was ich auch hier schon mal sehr gut finde, aber das wollen wir jetzt heute mal nicht testen und lassen das mal kurz hier aus. Sprache können wir einstellen, Datumsformat, wir haben hier nochmal die Seriennummer und dann passt es hier soweit. Da haben wir nochmal die Außentemperatur, die würde ich jetzt mal hier auf Grad Celsius einstellen, da machen wir jetzt auch hier mal OK. Hier haben wir die Möglichkeit, einen Piepton dann einzustellen, würde ich jetzt mal so beibehalten, ansonsten einfach hier ausschalten. Wir haben hier die Möglichkeit, Audioaufnahmen durchzuführen, also hier die interne, also hier das interne Mikrofon, was hier dabei ist, dann dazu verwenden. Wir haben hier die Möglichkeit, einen Stempel dann zu aktivieren, also hier Datum und Uhrzeit und Logo würde ich jetzt einfach auch so beibehalten. Passwortschutz und Co. ist ja auch hier alles mit dabei. Gehen wir mal kurz hier auf die Mode-Taste drauf, auch hier können wir dann zwischen den verschiedenen Modusen wechseln. Wir haben hier einmal die Videoaufnahme, wir haben dann hier, können wir dann uns mal die Aufnahmen anschauen, das sind jetzt noch keine drauf, hier haben wir normale Fotoaufnahmen. Ja, soweit dazu, ich denke mal, das sollte hier eigentlich auch passen. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, gehen wir noch kurz hier das im Detail durch. Wir haben also hier dann den Modus, was wir praktisch hier machen können, also hier zum einen mal Fotos aufnehmen oder Videos. Wir haben hier die Temperatur 22 Grad, hier nochmal die Auflösung. Hier haben wir dann den freien Speicherplatz von der SD-Karte, wird auch hier direkt angezeigt. Wir haben hier dann nochmal die Akkukapazität, hier haben wir den Zeitstempel, also hier Datum und Uhrzeit. Ja, soweit dazu, war jetzt hier wirklich sehr gut und schnell eingestellt. Jetzt würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal mit dieser Kamera raus.
werden die Kamera jetzt mal an den Baum befestigen, mal hier für eine Woche lang durchlaufen lassen und uns dann hier zum Anschluss gleich mal die Bilder hier am PC uns betrachten. Also jetzt könnt ihr hier den Baum sehen und da werde ich jetzt praktisch hier diese Kamera einfach mal dran befestigen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mal den kurzen Zoom gemacht habe und die Kamera dann mal soweit starte. Also die Kamera wäre jetzt auf Position, ich habe jetzt hier mal den kurzen Zoom gemacht und jetzt würde ich sagen, starten wir mal die Kamera kurz. Wir gehen mal kurz so hin, machen die mal kurz hier so auf, seitlich, könnt ihr schon sehen. Und dann klappt man das Ganze hier so auf. So, jetzt könnt ihr ganz einfach hier den Schalter umlegen. Wir gehen jetzt hier auf On, dann startet praktisch hier die Kamera durch. Und jetzt könnt ihr schon sehen, ihr könnt jetzt mich hier sehen. Es ist zwar etwas hell, aber es geht. Und jetzt ist die Kamera auch gleich hier direkt in Betrieb. Die geht jetzt aus und es ist praktisch hier einsatzbereit. So, jetzt machen wir das Ganze wieder zu. Und dann gucken wir einfach mal hier nach ein paar Tagen, wie es dann aussieht, ob die Bilder gut geworden sind und wie man dann praktisch auch hier die Nachtaufnahmen mit der Kamera dann erstellen konnte. Also jetzt befinden wir uns hier an meinem PC und ich würde mal sagen, wir gehen mal kurz hier die Aufnahmen durch. Ich habe die schon mal hier alle rüberkopiert, wie ihr sehen könnt. Und jetzt würde ich einfach mal hier kurz euch das zeigen, wie das hier aussieht. Wir gehen mal gerade auf so eine Nachtaufnahme hin. Da könnt ihr jetzt in der Nachtaufnahme sehen, da ist praktisch hier seitlich so ein Tier, was aufgenommen wurde. Und wir haben hier praktisch dann den ganzen Winkel von der Kamera, der praktisch hier abgedeckt worden ist. Wir gehen mal auf so eine Tagaufnahme, damit ihr mal sehen könnt, wie das bei Tag aussieht. Also so sieht praktisch das bei Tag auf, wenn hier was aufgenommen wurde. Man kann ja alles gut erkennen. Ist, denke ich mal, auch hier vollkommen in Ordnung. Gehen wir gerade mal kurz weiter, vielleicht auf so ein Video drauf, mal gucken, was hier passiert ist. Da hat es ein bisschen geraschelt hinten, da kam ein Wind und da wurde jetzt auch die Aufnahme hier praktisch dann aufgenommen. Gehen wir kurz weiter zu den Tieraufnahmen, da haben wir jetzt praktisch hier eine schöne Aufnahme von dem Reh, was praktisch hier gerade durch die Kamera durchläuft und auch hier erfasst wurde. Also auch hier erkennt man wirklich das Tier eindeutig, ist, denke ich mal, auch hier sehr gut. Da haben wir noch ein paar weitere Aufnahmen von dem Hasen, was auch hier wirklich schön ist. Der läuft gerade ebenfalls hier durch und da kann man auch hier nochmal schön sehen, wie er praktisch hier kurz Halt macht. Geh mal kurz hier auf so ein Video, würde ich sagen. Da kann man das dann praktisch hier nochmal genau sehen. Der Hase, wie er sich bewegt und praktisch hier durchs Bild läuft und dann weghoppelt. So, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Hier gibt es mal ein paar Tagesaufnahmen, gehen wir gerade mal drauf, hier nochmal ein Reh, was praktisch hier durch die Kamera läuft, ist es jetzt hier auf der anderen Seite und vielleicht können wir uns da nochmal in das Video dazu angucken, wir gucken uns mal kurz das Video dazu an, da könnt ihr sehen, da sind praktisch zwei Rehe, die praktisch sich da hinten befinden und praktisch hier nochmal etwas grasen wollen. Also auch hier eine gute Aufnahme und da gibt es hier nochmal ein paar weitere Aufnahmen ebenfalls, ja. Von ein paar Tieren, auch hier nochmals von einem Reh, was praktisch hier sich vor der Kamera befindet und was dann praktisch auch hier ja etwas ist. Die Aufnahmen, die können sich sehen lassen, Full HD Qualität, natürlich hier keine 4K Aufnahmequalität. Man merkt schon den Unterschied, klar, wenn man jetzt etwas weiter ranzoomt, ist es etwas verpixelt, aber hier für das normale Überwachen von irgendwelchen Tieren ist es dennoch hier völlig ausreichend und kommt man auch hier wirklich gut voran. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir gleich mal kurz weiter und zwar zum Fazit und da gehen wir hier nochmal alle Punkte im Detail durch und werden dann auch hier, wie gesagt, dann nochmal hier ein Testergebnis bzw. hier ein Fazit daraus ableiten. So, jetzt konntet ihr sehen, wie ich die Kamera montiert habe und ihr könnt euch auch mal die Aufnahmen hier am PC euch direkt mal anschauen. Und jetzt kommen wir mal zum Fazit. Also das Fazit sieht hier wirklich sehr gut aus. Wir haben hier wirklich eine sehr robuste Kamera, die hier einfach zu bedienen ist, die man wirklich hier sehr gut anbringen kann, die auch hier wirklich sehr gute Aufnahmen bei Tag und auch bei Nacht macht. Ich konnte jetzt hier keine negativen Kritikpunkte feststellen. Wir haben hier wirklich eine sehr zuverlässige Kamera, die auch hier wirklich sehr wenig Fehlalarme verfügt. Und auch sonst ist das Gehäuse sehr robust. Wir haben hier eine sehr lange Akkulaufzeit, sie ist einfach zu bedienen. Und kommt auch hier mit einem sehr reichhaltigen Set. Daher könnt ihr schon sehen, Batterien sind mit dabei. Wir haben ausreichend Montagematerial und ebenfalls eine SD-Karte mit 32 GB Speicher mit dabei. Also, ich kann die Kamera nur empfehlen. Ich werde euch die Kamera selbstverständlich auch hier in der Videobeschreibung mal mit rein verlinken. Schaut dort mal rein, klickt dort mal drauf. Und dann würde ich sagen, war es das hier zu diesem Video. Falls ihr dazu noch Fragen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare unten rein. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr dem Video mal einen Daumen hoch gebt, den Kanal abonniert und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.